Tungdil, komm näher. Die Kraft, die der greise Großkönig ausstrahlte, als er die Versammlung zur Ordnung rief, ist aus ihm gewichen. Sein Körper sitzt zusammengesunken auf dem Thron, doch seine Augen mustern dich wachsam und interessiert. Der verlorene Sohn kehrt zu seinem Volk zurück. Vrakas sei Dank. Berichte uns, was ihr unterwegs erlebt habt. Du beschreibst euer Abenteuer bis ins kleinste Detail. Weder der König noch sein Berater unterbrechen dich. Von Zeit zu Zeit nicken sie, als wären ihnen bestimmte Tatsachen bekannt. Mit jeder Minute werden ihre Sorgenfalten tiefer. Als du mit deiner Geschichte fertig bist, hast auch du ein paar Fragen. Ja, ich bin ein Vierter und ein Anwärter auf den Thron. Ich will nicht undankbar erscheinen. Ich bin froh, endlich bei meinem Volk zu sein, aber den Thron werde ich nicht besteigen. Ich kenne mich mit unseren Bräuchen und Gesetzen kaum aus. Alles, was ich weiß, weiß ich aus den Büchern, die Lord Ionan mir gab. Es muss geeignetere Anwärter geben als mich. Dein Verzicht ehrt dich. Doch um ehrlich zu sein, hattest du niemals einen Anspruch. Um Gandogar aufzuhalten, mussten wir auf Zeit spielen. Lord Ionan half uns bei unserer kleinen Geschichte. Wir wissen nicht mal, ob du ein Vierter bist. Der Berater des Königs deutet deinen ungläubigen Blick falsch und schiebt schnell hinterher. Wir betrügen nur aus einem einzigen Grund wie die Kobolde, um möglichen Schaden von unserem Volk abzuwenden. Du fühlst dich, als hättest du einen Schlag in den Magen bekommen. Wenn das wahr ist, hast du nicht nur deinen kürzlich gewonnenen Stamm verloren. Meister Lord Ionan hielt es auch nicht für nötig, dich in das Komplott einzuweihen. Ja, ich habe das Gefühl, eine Figur in einem Spiel zu sein. Was für ein Spiel wird hier gespielt? Gandogar als König der Vierten soll mich als Großkönig ablösen. Doch sein Geist ist mit dem Hass gegen die Elben vergiftet. Er würde einen Krieg gegen sie wahrscheinlich gewinnen. Doch er würde uns schwächen und dem geborgenen Land wäre nicht geholfen. Ich hatte mir ein großes Bündnis mit den Elben und sogar mit den Dritten erhofft. Ich wäre über meinen Schatten gesprungen, um die Verhandlungen aufzunehmen. In Zeiten der Not darf nur das gemeinsame Ziel gelten. Und welche Rolle habt ihr für mich vorgesehen? Nun, mit dir als zweitem Anwärter eröffnen sich uns gewisse protokollarische Möglichkeiten. Ja, warum hat Gandogar diesen Hass auf die Elben? Warum hat Gandogar so einen tiefen Hass auf die Elben? Sein Vater und sein Bruder wurden von Elben ermordet. Zumindest wird das behauptet. Niemand kennt die Wahrheit. Genauso wenig wie bei diesem Bericht über die Fünften. Aber ist es nicht merkwürdig, dass dieser Brief gerade jetzt auftaucht, wo er den Elbenhassern in die Finger spielt? Der Hass vieler Zwerge auf die Elben ist groß. Vielleicht größer als ihre Ehrlichkeit. Ja. Klingt, als würde Gandogar einen denkbar schlechten Großkönig abgeben. Eigentlich nicht, nur sein Hass ist das Problem. Ich verstehe, warum ihr einen Großkönig Gandogar verhindern wollt. Er wäre blind für unsere wahren Probleme. Gandogars einzige Schuld ist, dass er sich von Bislipur dunkle Gedanken einflüstern lässt. Der Berater ist das Problem, nicht der König. Ein Problem, das ich zum Glück nicht habe. Der Großkönig lächelt seinen Berater kraftlos an. Gandogar ist ein guter Zwerg und ein guter König. Und ich bin mir sicher, er könnte auch ein guter Großkönig sein, wenn er frei von Bislipurs Lügen und falschen Ratschlägen wäre. Wie soll ich ihn auffallen? Euer Plan hat einen Schönheitsfehler. Selbst wenn ich antreten würde, ich könnte nicht gewinnen. Niemand im Rat würde für mich stimmen. Du musst auch nicht gewinnen. Balendilin deutet zu den Stelen. In unseren Gesetzen steht geschrieben, dass der Großkönig sich gegen einen Anwärter aussprechen kann, wenn er von seinem Stamm nicht einstimmig gewählt wird. Dann kann er einen Zweikampf oder Wettkampf fordern, um den Sieger zu bestimmen. Solch ein Wettkampf könnte sich Wochen oder gar Monate hinziehen. Und er würde uns Zeit verschaffen. Und wie genau soll dieser Wettkampf aussehen? Seid ihr euch sicher, dass es das Beste für unser Volk ist? Wie genau soll dieser Wettkampf aussehen? Zu welcher Art von Wettkampf würdet ihr uns antreten lassen? Gandogar dürfte mir in vielen Belangen überlegen sein. Jeder im Rat wird eine Aufgabe auf einen Zettel schreiben und die Herausforderungen des Wettkampfs werden daraus gezogen. Und das auch erst, nachdem du eine Rede gehalten und möglichst viele im Rat auf deine Seite gezogen hast. Je mehr im Rat dir wohlgesonnen sind,
desto höher die Chance für einen Wettkampf, der deinen Fähigkeiten entspricht. Rede? Die ganze Sache gefällt dir immer weniger. Hey, als Gelehrter dürfte Tungti das doch hinkriegen. Seid ihr euch sicher, dass es das Beste für unser Volk ist? Ist das wirklich das Beste für unser Volk? Wenn ihr Gandogar nicht von seinen Plänen abbringen könnt, könnte das in einem Bruderkrieg enden. Keine Sorge, wir werden ihm die Augen öffnen und er wird die Niedertracht seines scheinbaren Freundes erkennen. Wir brauchen nur Zeit und die musst du uns verschaffen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich bei dieser Scharade mitspielen will. Also gut, ich bin dabei. Also gut, ich bin bereit. Aber ich werde all eure Unterstützung benötigen. Sie ist dir sicher, mein lieber Tungdi. Balendilin lächelt dir aufmunternd zu. Andokai hat vielleicht eine Möglichkeit gefunden, wie man Not-On besiegen kann. Sie vermutet, dass der Magus von einem Dämon aus dem jenseitigen Land besessen ist. Diesen Dämon könnte man eventuell mit einer Axt namens Feuerklinge töten. Ich habe eine Rüstung in Auftrag gegeben, die eines Prinzen würdig ist. Sie wird bei Sonnenaufgang in deine Kammer geliefert werden. Du verabschiedest dich mit einem flauen Gefühl im Magen. Du hast dich immer für wortgewandt gehalten, aber die Aussicht, eine Rede vor dem Großen Rat halten zu müssen, erfüllt dich nicht gerade mit freudiger Erregung. Das kriegen wir schon hin. Ja, ich kann mir Gundrabur und Balendilin ansehen. Ich kann mir die Vrakas-Statue ansehen und ich kann mir die Stielen, also die großen Steintafeln, ansehen. Und ja, das ist immer so das Problem. Ein bisschen mit den Namen. Da meine ich ja ein bisschen gleich, Kim. Zum Beispiel bringe ich manchmal Gundrabur und Gandogar durcheinander. Wie ich auch schon Boindil und Boendal durcheinander gebracht habe. Aber das sind alles irgendwie coole Namen. Und Balendilin ist ein bisschen schlecht auszusprechen. Großkönig Gundrabur und sein Berater Balendilin wollen verhindern, dass König Gandogar von den Vierten zum neuen Großkönig gewählt wird. Er plant einen Krieg gegen die Elben, obwohl ihr euch um Wichtigeres kümmern solltet. Du hast eingewilligt, als zweiter Kandidat der Vierten gegen Gandogar anzutreten. Auch wenn niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ja, Feuerklinge. Wir können also uns mal erstmal die Vrakas-Statue, das ist das Wichtigste. Die Riesenstatue da vor uns. Unseres Stammesgottes. Also unseres Gottes. Vrakas, der die Zwerge aus Stein gemacht hat, wurde von eben diesen Zwergen seinerseits in Stein gehauen. Eine meisterhafte Arbeit, wie nur die Steinmetze der Zweiten sie heute noch vollbringen können. Ja. Der Berater des Großkönigs hat die Statur eines Kriegers. Seine Augen sind wie die eines Raubvogels und man kann eine brennende Intelligenz hinter ihnen erkennen. Naja, wenn die Zwillinge schon sagen, dass er gut darin ist, Orks zu töten, obwohl er nur einen Arm hat. Und zwar nachdem er den Arm verloren hat. Ja. Ist es klar, dass er die Statur eines Kriegers hat. So, zoomen wir mal wieder näher ran. Selbst für einen Zwerg ist Großkönig Gundrabur sehr alt. Sein langer weißer Bart deutet auf 500 und mehr Zyklen hin. Er wirkt schwach, doch wenn man mit ihm spricht, spürt man eine Aura von Erhabenheit. Ja. Coole Zwerge. Feuer. Das Kohlefeuer wird entzündet, wenn sich die Stämme zu Beratungen treffen. Viel zu lange brannte es nicht, bis es vor wenigen Tagen endlich wieder entzündet wurde. Und die Stielen, Stellen. Du überfliegst die kunstvollen Runen und suchst nach der Passage, von der dir Gundrabur und Balendilin erzählt haben. Wenn es mehrere Bewerber aus einem Stamm gibt und in der Abstimmung niemand alle Stimmen auf sich vereinen konnte, kann der Großkönig entscheiden, ob er den Bewerber mit den meisten Stimmen zum Sieger erklärt oder ob er die Bewerber in einem Wettstreit gegeneinander antreten lässt, um den Sieger zu bestimmen. Ich muss gerade überlegen. Na gut, gehen wir erstmal hier raus.
Ach ja, es ist mir wieder eingefallen. Aber das erzähle ich euch nachher gleich, wenn es soweit ist. So, was habt ihr zwei als Neues zu sagen? Dungdeal, was gibt's? Der Großkönig will mich in einen Wettstreit gegen Gandogar schicken, um dessen Krönung hinauszuzögern. Der Großkönig und sein Berater wissen auch nicht, woher ich stamme. Sie wollen mich nur benutzen, um Gandogars Krönung zu verzögern und letztlich den Krieg gegen die Elben zu verhindern. Was immer passiert, wir stehen auf deiner Seite, Gelehrter. Du bist dir nicht sicher, ob dir die moralische Unterstützung deiner Freunde im Wettstreit mit Gandogar nützlich sein wird. Doch es fühlt sich gut an, die Sache nicht allein durchstehen zu müssen. Ich denke, ich werde mich mal weiter umsehen. Verlauf dich nicht. Und heute Abend trinken wir erstmal ein schönes Schwarzbier im glühenden Amboss. Ja, wir können ja nicht an viele Orte. Wir können zum Beispiel leider nicht da drüben weiter. Und auch nicht die Treppe hier runter, die ich gerne runtergehen würde. Ach, diese Hallen sehen cool aus. Das sind nicht die letzten Hallen, die wir sehen werden. So, dann legen wir uns mal ins Bett. Du freust dich auf das erste richtige Bett seit Wochen. Ja, leg dich schlafen. Du wirfst deine Kleidung ab und legst dich hin. Ehe du dich versiehst, fallen deine Augen zu und du schläfst ein. Mit dem schönen Bärenfell. Und ich denke mal, heute dürfte uns auch Sintoras nicht stören. Als dir am nächsten Morgen deine neue Rüstung gebracht wird, kannst du deinen Augen kaum trauen. Und dennoch, als Schmied kannst du es nicht ertragen, keinen Beitrag dazu beigesteuert zu haben und beschließt, einige Einlegearbeiten hinzuzufügen. Auch wer die Rüstung eines Prinzen trägt, kann darunter immer noch ein Hufschmied sein. Meinst du nicht, Tungdil, Bolofar? Ja, Bislipur ist schon ein bisschen einschüchternd. In den Büchern und hier genauso. So wie eine Schlange im edlen Gewand noch immer eine Schlange ist. Was wollt ihr hier? Ich habe das letzte Mal, was wollt ihr hier genommen? Nehmen wir mal die schlagfertige Frage. Genauso wie eine Schlange im edlen Gewand trotzdem noch eine Schlange ist? Deine Frage ignorierend mustert Bislipur dich ganz genau, bevor er spricht. Du willst also einer von unserem Stamm sein? Ein Findelkind? Von einem Zauberer großgezogen? Man soll es nicht für möglich halten. Und ich halte es auch nicht für möglich. Es gibt keinen Beweis deiner Herkunft. Und Gandogar hat den Rat auf seiner Seite. Warum ersparst du dir nicht die Blamage und erscheinst gar nicht erst vor dem Rat? Lass dein Vorhaben sein und wir nehmen dich in unseren Stamm auf. Wir geben dir alles, was du benötigst, dein ganzes Leben lang. Dafür unterstützt du Gandogar, anstatt ihn zu bekämpfen. Beweise, so wie euer Brief, der die Elben beschuldigt, warte einfach ab, was ich bei der Rede zu sagen habe. Und wenn ich deinen Vorschlag nicht annehme, nehmen wir erstmal die Beweise. So wie euer Brief, der nach über 1000 Zyklen entdeckt wird und die Elben für den Fall der Fünften verantwortlich macht? Es ist kein Geheimnis, dass die Elben hinterlistig sind. Und was wäre besser dazu geeignet, uns Zwergen eins auszuwischen, als das tote Land einzulassen und uns als Sündenbock darzustellen? Die Elben wurden durch das tote Land vertrieben und sind nun fast ausgerottet. Ich habe gesagt, dass sie hinterlistig sind. Nicht klug. Und wenn ich deinen Vorschlag nicht annehme? Und wenn ich meine Kandidatur nicht zurückziehe? Du willst dich gegen deinen eigenen König stellen? Ein dahergelaufener Zwerg, der einen verdienstvollen Anführer wie Gandogar durch seine Kandidatur beleidigt? Das wird niemandem im braunen Gebirge gefallen. Mach dich darauf gefasst, bei den Vierten das Leben eines Außenseiters zu führen. Dann warte mal ab, was ich bei meiner Rede zu sagen habe. Die Schmiedes lassen sich nicht den Mund verbieten. Du bist ein Zwerg, zugegeben. Aber kein Vierter kann sich daran erinnern, dass ein Zwergenkind verloren gegangen ist. Und du kennst Tausende der Vierten von Angesicht zu Angesicht und weißt ganz genau, wo sie im Gebirge wohnen, was sie planen und was für kleine Tragödien sich ereignen. Du spürst, dass all die langen Abende in der Bibliothek und die Dispute mit Lord Ionan nicht umsonst waren, als Bislipur um eine Erwiderung ringt, ehe er es dann sein lässt. Puh.
Du hast wahrlich genug von diesem Zwerg. Er bereitet dir Unbehagen. Mehr noch. Raus hier! Ein vermenschlichter Bastard, gib mir keine Befehle. Wisse, wo dein Platz ist, falscher Zwerg. Jo. Da hat sich nichts geändert. Spiel, ja, das Spiel der Throne, Game of Thrones. Bislipur hat dich bedroht. Er glaubt nicht, dass du ein Vierter bist. Er ist gerissen und gefährlich. Er stieß dich gegen einen Tier mit flüssigem Gold, sodass ein Spritzer davon in deinen Handrücken gebrannt hat. Ja, Tungdil Goldhand. Das ist ein ehrenvoller Zwergenname, unter dem du von nun an bekannt sein willst. Ja, von Bolofar zu Goldhand. Ich musste vorhin überlegen, was sein alter Name war. Gut. Betrachte die Schale mit dem Gold. Ein wenig von dem Gold hat einen münzgroßen Fleck auf deinem Handrücken hinterlassen. Es schmerzt, aber dir gefällt der Gedanke, dass ein wenig von dem geliebten Metall nun ein Teil von dir ist. Ja. Dann wollen wir mal in die Rüstung schlüpfen. Die Rüstung wurde von einem Meister angefertigt. Über dem Kettenhemd liegt ein Panzer aus Stahl, der an mehreren Stellen mit Gold legiert wurde, was dir definitiv zusagt. Außerdem gibt es einige Zierteile aus Stein, um an die Herkunft aus dem Reich der besten Steinmetze zu erinnern. Du hattest gerade das letzte Ornament fertiggestellt, als Bislipur dich unterbrach. Das Siegel Lord Ionans, der dich aufzog und dir ein Zuhause gab, das es nun nicht mehr gibt. Mhm. Sie ist nicht nur eines Königs würdig und passt wie angegossen, sie sollte mir auch im Kampf zusätzlichen Schutz bieten. Ja, anders als die Lederkleidung. Und wir sehen ein bisschen stylischer aus jetzt. Gut. Darum erhebe auch ich Anspruch auf den Thron. Und darum denke ich auch, der fähigere Anwärter zu sein. Danke für deine Rede, Tungdil Bolofar. Der Rat möge nun seine Fragen stellen. Jo, drei Zwerge heben die Hand. Wie man sehen kann, ist einer davon Bislipur. Sehen wir die anderen beiden gerade? Nicht wirklich. Ruf den... Erstmal den zweiten. Ja? Der Zwerg aus dem Stamm der Zweiten dort. Du sagst, ein Krieg gegen die Elben wäre Wahnsinn. Aber wie kannst du das als so junger Zwerg beurteilen? Du hast ja noch kaum etwas von der Welt gesehen. Wenn wir die Elben angreifen, sind wir nicht besser als die Alpe. Unsere Aufgabe ist es, das geborgene Land zu beschützen, einschließlich der Elben. Wir würden einen Krieg gegen die Elben verlieren. Nein, das ist schlecht. Erinnern wir an die Aufgabe, die Vrakas uns gab. Es ist wahr, ich kenne vieles nur aus Büchern. Aber es steht geschrieben, dass es unsere Aufgabe ist, das geborgene Land zu verteidigen und zu beschützen. Das schließt die Elben ein. Und haben die Elben nicht denselben Feind wie wir? Sie könnten uns im Kampf beistehen. Warum sollten wir dem Feind in die Hand spielen, indem wir sie angreifen, anstatt gemeinsam gegen ihn vorzugehen? Stimmt wohl. Recht hat er. So spricht ein schlauer Krieger. Aber die Langohren hassen uns. Und wir hassen sie auch. Wie sagt man? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ja, dann den vierten. Ja, eure Frage? Nur um das richtig zu verstehen. Du willst eine Waffe schmieden, die in einem Märchenbuch aus dem jenseitigen Land beschrieben wird, um einen Dämon zu töten, den niemand von uns je gesehen hat? Ich habe ihn sehr wohl gesehen, Goingar Schimmerbärtchen. Ja, Schimmerbart. Ja, Fakt ist, unsere Probleme werden sich nicht von alleine lösen. Die Zwerge müssen handeln. Andokai, die Mage, hat den Text übersetzt und meint, wir könnten die Dämonen so vielleicht töten. Von Magie sollte ich nicht reden. Ich kann nicht beweisen, dass es die Lösung ist, aber es ist unsere einzige Option. Ja, die Zwerge müssen handeln. Wir haben das tote Land mit eigenen Augen gesehen und sein Meister, Not-On, konnte nicht getötet werden.
Viele sind für die Bücher gestorben, in denen steht, wie die Feuerklinge hergestellt werden kann. Und der Magus hat alles unternommen, um die beiden Stiele aus Sigurdazienholz in die Finger zu bekommen. Das sind die Fakten, ob sie dir gefallen oder nicht. Die Probleme werden sich nicht von alleine lösen, also frage ich euch, ist es die Art der Zwerge, beiseite zu treten und nichts zu tun, oder ist es unsere Art zu handeln? Zu handeln. Wir verstecken uns nicht. Wenn die Menschen das Tote Land nicht aufhalten, dann eben wir. Wir sollten uns da nicht reinziehen lassen. Zeigen wir dem Magus die Stärke der Zwerge. Gut, und Pislipur? Pislipur. Nichts, was du sagst, wird irgendjemanden hier überzeugen. Du bist nicht bei uns aufgewachsen. Und niemand weiß, ob du wirklich ein Vierter bist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es je einen unwürdigeren Anwärter auf die Krone des Großkönigs gegeben hat. Du stiehlst nur unser aller Zeit. Als Außenseiter bringe ich neue Ideen und frischen Wind mit. Sollten nicht die Taten eines Zwerges mehr zählen als seine Abstammung? Ich wusste nicht, dass du für alle hier sprichst. Interessant. Sollten nicht die Taten eher zählen? Es stimmt, dass ich euch nichts bezüglich meiner Abstammung vorzuweisen habe, das alle Zweifel beseitigen könnte. Doch ist das wirklich wichtig? Sollten nicht meine Taten mehr zählen als meine Abstammung? Lasst mich beweisen, was ich vollbringen kann. Hauptsache, er kann was. Naja, so gesehen... Abstammung ist wichtig. Und wenn du nichts kannst? Ich habe genug gehört. Der Rat hat die Worte beider Bewerber vernommen und muss nun eine Entscheidung fällen. Wer von euch Tungdil Bolofar, den zurückgekehrten Sohn aus dem Stamm der Vierten, als meinen Nachfolger sehen will, der hebe die Axt. Und wer von euch will Gandogar Silberbart, aus dem Clan der Silberbärte, den König der Vierten, als meine Nachfolger sehen? Ja, das sind ein paar mehr. Gandogar hat mehr Stimmen erhalten. Sehr gut. Ausgezeichnet. Ein Hoch auf Gandogar. Es lebe unser neuer Großkönig. Jedoch, das Ergebnis war nicht einstimmig. Und als amtierender Großkönig mache ich von meinem Recht Gebrauch, einen Wettkampf zwischen den Anwärtern zu fordern. Was soll das? Aber er hat die Wahl gewonnen. Es sind die Regeln. Der Großkönig hat das Recht dazu. Respekt. Er ist immer noch der Großkönig. Ruhe! Ihr habt den Befehl des Großkönigs vernommen. Schreibt auf einen Zettel, worin sich die beiden Anwärter messen sollen. Seid ihr bereit? Wer diese Aufgabe als erstes bewältigt, wird Großkönig sein. Es ist eine Expedition. Die Prüfung besteht darin, eine Gruppe zu führen, die die Axt Feuerklinge im grauen Gebirge schmiedet, mit der dann der Kampf gegen den Magus Not-On aufgenommen werden kann. Eine Expedition ins Tote Land? Haha, brillant. Das kann doch nicht wahr sein. Das nenne ich eine würdige Herausforderung, oder? Das nenne ich Glück, Gelehrter. Von allen Aufgaben zieht Pislipur ausgerechnet diese. Ja, Glück. Im Buch ist das ein bisschen anders. Da schmeißen nämlich Tungdil und Gudrabur jeweils drei Aufgaben in den Sack. Aber mein König verlangt das nicht von mir. Warum ausgerechnet ich? Du bist einer meiner besten Gemmenschneider. Und ich habe ihm Unterstützung versprochen. Es soll ein fairer Wettbewerb sein. Oder soll ich deinetwegen mein Wort brechen? Aber... Du wirst gehen, Guimgar Shimmerbart. Mach uns keine Schande und folge den Anweisungen Tungdils. Geh und kehre gesund wieder. Damit ist unsere Gruppe komplett. Wen hast du denn als Steinmetz ausgewählt? Den da. Mit dem großen Hammer. Ah, guten Tag, die Herren. Bafragor, den alten Säufer. Alter Säufer? Er hat mir versichert, er sei der beste Steinmetz hier. Der Großkönig selbst hat ihn geschickt. Naja, ich habe gesagt, dass ich genau der Steinmetz bin, den du brauchst. Dass ich vom Großkönig geschickt wurde, habe ich so nicht gesagt.
Du lässt dich selbst von einem Säufer austricksen. Ich will den Kerl nicht in meiner Gruppe. Sei dir versichert, Boindil. Auch ich könnte mir eine bessere Gesellschaft vorstellen. Aber Tungdil gab mir sein Wort. Ja, ich gab dir mein Wort. Und solange du in der Lage bist, die Steinmetzarbeiten für die Feuerklinge zu machen, bist du mir willkommen. Es geht um das geborgene Land. Der Thron steht mir zu. Und Wrakkers wird den Clans durch meinen Sieg zeigen, dass es so ist. Ja, Balendil humpelt ein bisschen. Die Aufgabe ist den Anwärtern klar? Wer als erster die Feuerklinge schmiedet und hierher zurückbringt, hat seine Fähigkeiten bewiesen und wird unser neuer Großkönig sein, um uns gegen Not-On zu führen. Es wird Monate dauern, die Aufgabe zu lösen. Allein die Reise zu den Fünften ist eine langwierige und gefährliche Angelegenheit. Gefährlich, sicher. Aber langwierig nicht unbedingt. Du kennst das alte Tunnelsystem, das die Zwergenreiche verbindet? Tunnel sind schön und gut. Aber warum sollten wir unter der Erde bedeutend schneller vorankommen als darüber? Ein wissendes Lächeln umspielt den Mund des Beraters. Nun. Jo, es geht los.